Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Unboxing von der Dark Souls 3 Collector's Edition. Ja, ich habe extra passend dazu auch ein Dark Souls 1 T-Shirt angezogen, falls ihr das sehen könnt. Und ich würde dann sagen, wir fangen mal an. Ich entferne zuerst hier die obere Folie, die war leider bei mir schon etwas angerissen. Ich hoffe aber, dass das Innenleben dafür umso unbeschädigter ist. Man kann ja immer Optimismus beweisen. Vorne sehen wir ganz schön das Cover mit allen möglichen Alterseinschränkungen auf verschiedenen Sprachen, unter anderem auch auf Russisch, nicht für Kinder gedacht, heißt es übersetzt. Hinten drauf, also hier haben wir erstmal eine Folie, hinten drauf sehen wir auch eine schöne Ankündigung, was uns denn zu erwarten hat mit den System Requirements. Aber wie immer interessiert uns natürlich nicht, was da drauf steht, sondern was da drin ist. Und dafür öffnen wir die Box, die nebenbei sehr gut aus fester Wellpappe ist. Nee, ist normale Pappe. Obwohl, doch, ist Wellpappe. Also die ist aus fester Wellpappe. Das ist schon mal sehr positiv. Und hier springt uns schon mal eine Menge Pappe ins Auge. Die mögen anscheinend Pappe. Hier ist das anscheinend ein Platzhalter, also dieses weiße Ding, weil das kann ich nicht rausziehen. Aber hier hätten wir schon, komm schon, das Artbook, was dabei liegt, mit einer schönen Papierummantelung. Und so sieht das eigentliche Cover vom Artbook aus. Also nicht schlecht, nicht schlecht, der Specht. Ins Artbook gucken wir dann auch später noch rein, gegen Ende des Parts. Zuerst wollen wir schauen, was hier noch so drin ist. Dafür drehe ich das mal kurz um. Upsala. Okay, da steht kein Code drauf, das ist gut. Das ist schon mal immer gut. Anscheinend war da drin auch noch das Spiel selber versteckt. In einem, hier ist die Vorderseite, in einem schönen Steelbook. Also ich schätze mal, dass das Spiel da drin ist. Ja, das Spiel ist hier drin, schön in drei CDs verpackt. Und hier hinten ist ein Code drauf, hier ist kein Code drauf, hier ist alles schön verdeckt. Und hier auch noch der Soundtrack. Also ich kann es euch ja nochmal hier genauer zeigen. Das Steelbook hat auch innen so ein leichtes Design, aber das ist eher minimalistisch gehalten. Naja, wem es gefällt. Äußerlich ist das schön rausgestanzt, also man spürt die vordere Seite. Also das ist nicht einfach nur aufgemalt, sondern man hat schon eine Erhebung. Das hinten hingegen ist einfach nur aufgemalt, außer diese Ränder hier, die sind auch ausgestanzt. So, da das Spiel ja bei Collector's Editions immer das Unwichtigste und Uninteressanteste ist, drücke ich mal näher, weil wir haben hier in einem kleinen Tütchen sogenannte Bügelaufnäher. Ich habe selber noch nie so ein Ding benutzt, muss ich beschämend zugeben, weil ich kein Kleidungsstück jemals für ehrenvoll genug gehalten habe, um mir sowas aufnähen zu lassen. Hier wäre einmal Praise the Sun. Ja, okay, seht ihr jetzt nicht, wenn ich die Arme hebe. A Taste of Life mit einer schönen Estos Flask und ein Bonfire. So, hier haben wir eine interessante Karte oder eine Art Poster, Karte, keine Ahnung, wie man es nennen will. Ist eine Karte der Spielwelt angeblich. Ich habe es ja noch nicht gespielt, ich kann es nicht sagen. Und das Interessante ist, sie ist komplett aus Stoff. Und was ich auch verdammt genial finde, die Ränder hier sind so leicht gelblich gemacht, wodurch man so einen vergilbten Effekt bekommt, den man hier vorne auch noch ganz gut sehen kann. Also die Karte wirkt sehr altertümlich und ist somit ein super Deko für die Hauswand. So, jetzt kommen wir aber zum Prunkstück der Collector's Edition, nämlich dieser Box. Ist diese Box nicht wunderbar? Eine Box mit der Aufschrift Dark Souls. Wer wollte noch immer schon eine Box mit der Aufschrift Dark Souls? Diese Box können Sie perfekt für Katzen, Hunde und sonstige Kleintiere verwenden.
Nein, natürlich nicht. Wieder eine schöne Wellpappenbox. Diesmal leider nicht so qualitativ hochwertige Wellpappe wie davor. Die Wellpappe gefällt mir mehr. Ach, ich liebe Wellpappe. Aber dafür ist da drin die einzig wahre Plastikverpackung. Red Knight. Also zumindest stand auf der Box drauf, dass er Red Knight heißt. Heißt er Red Knight? Red Knight. So ganz rot sieht er ja nicht aus. Also hier haben wir einen schönen in der Plastikverpackung. Sein Schwert ist einzeln, was mir sehr gefällt. Weil bei solchen Figuren sind einzelne Waffen immer deswegen gut, weil diese weniger drohen abzubrechen. Und ja, ich mache die Plastikverpackung. Die Plastikverpackung ist hier mit Tesafilm verklebt. Ganz professioneller Tesafilm. Und hier haben wir die Figur. Sie ist aus einem Art Hartgummi gemacht. Also das ist jetzt kein Plastik in dem Sinne, sondern mehr eine Art Gummi. Also die ist auch so leicht beweglich, was den Vorteil hat, dass sie mit geringerer Wahrscheinlichkeit kaputt geht. So. Und natürlich bekommt unser Red Knight seine schönen, ich glaube das sind Krummsäbel, aber für Krummsäbel sind sie ein bisschen zu lang. Ich bin ein großer Dark Souls 1 Fan, also falls es sich um Dark Souls 2 Waffen handelt, tut mir leid. Ja, wo sind die schönen Einleitungen, wenn man sie mal braucht? Vielleicht, warte, hier rum muss der rein. So rum muss. Wie zur Hölle soll das rein? So Leute, ich habe jetzt herausgefunden, wie man die Schwerter befestigt. Am Ende, also kann man hier sehen, am Ende des Schwertes ist so ein kleiner Knubbel und den sollte man einfach abmachen können. Also den kann man einfach abmachen und dann könnt ihr das Schwert problemlos durch die Hand bekommen, befestigt wieder den kleinen Knubbel da drauf und schon habt ihr die Schwerter drin. Und das gleiche macht ihr dann auch mit der anderen Hand. So. Und jetzt haben wir unseren Red Knight. Genau wie er vorgesehen war. Und der kann jetzt auf einem Regal schön verstauben. Nein, natürlich nicht. Also eigentlich schon. Ja, das war's auch mit der gesamten Box. Also mehr gibt es da nicht drin. Und die Box hat insgesamt 110 Euro gekostet. Für die, die es interessiert, momentan ist sie auf Amazon ausverkauft. Vielleicht findet sie sich auf eBay für einen dreifachen Preis wieder. Wer weiß, wer weiß. Und jetzt erhaschen wir einen Blick ins Artbook. Ich kann selber leider nur durch die Kamera sehen, was da drauf ist. Deswegen Entschuldigung, falls ich keine großartigen Kommentare dazu liefern kann. Also hier haben wir schon mal eine Anleitung zu... Warte, was? Dark Souls 1, Dark Souls 2 und Dark Souls 3. Hier sind Cover Arts von allen drei. Warte, ich habe eine Idee. Ich rück einfach näher. Hier sind Cover Arts von den ersten Dark Souls Spielen drin. Also hier sieht man die Cover Arts, verschiedene mögliche Cover für Dark Souls 1. Hier sieht man Weltzeichnungen. Das ist hier zum Beispiel aus Anor Londo. Für die, die es kennen. Das ist echt verdammt geil. Das ist ja aus dem Wald Finsterwurzelbecken, so viel ich weiß. Ursprünglich Garten von Ulasil. Und ja, das ist echt interessant. Ich dachte, das wären nur Zeichnungen aus Dark Souls. Hier haben wir nochmal die Bücherei, wo man auch Sif begegnet. Ich dachte, das wäre nur für Dark Souls 3. Auch verschiedene Bosse. Senpai. Ja. Ich hasse diesen Bastard nebenbei. Schön mit Ornstein und Smough. Gewinn. Tut mir leid an alle Leute, die Dark Souls 1 noch nicht gespielt haben. Hier verschiedene Gegner. Die Schwarzritter. Das ist ein Artbook für verschiedene Spiele aus den Souls-Reihen. Okay, das ist genial.
da bin ich selber gerade erstaunt. Das ist jetzt aus Dark Souls 3. Ich werde natürlich nicht alles zeigen, aber vor allem nicht die Bosse. Da seht ihr leider nur das hier. Aber ihr, damit ihr schon mal so einen Blick erhaschen konntet ins Artbook. Ja, okay, steht auch hier drauf. The Art of the Trilogy. So, ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Falls ja, hinterlasst einen Kommentar oder eine Wertung oder beides. Ich freue mich jedenfalls. Auf Wiedersehen, euer Sanderon.